Der Sommer ist eine tolle Jahreszeit, in der man nicht nur entspannen, sondern die man auch genussvoll verbringen kann. Es ist die Saison der Camps und natürlich die Zeit des langersehnten republikweiten Sommerjugendsprachcamps Jugendtreff 2021. In diesem Jahr kamen 40 Teilnehmer aus ganz Kasachstan im Vorgebirge von Almaty zusammen, um die deutsche Sprache, Geschichte und Kultur der kasachischen Deutschen kennenzulernen. Das Projekt wurde organisiert von der gesellschaftlichen Stiftung Vereinigung der Deutschen Kasachstans Wiedergeburt, der Gebietsgesellschaft Deutsches Zentrum Wiedergeburt Karaganda und dem Verband der Deutschen Jugend Kasachstans. In den 10 Tagen begaben sich die Teilnehmer auf eine ethnokulturelle Tour. Sie wandelten auf den Spuren ihrer Vorfahren, machten sich mit der Geschichte des Auftretens der Deutschen auf dem Territorium Russlands und des heutigen Kasachstans vertraut. Das Ergebnis war die Installation der Kasachstan-Deutschen Siedlung. Sie spiegelt das Leben und die Kultur der deutschen Kolonisten wider. Eine Koloniesiedlung mit Brauchtum, Tradition, Geschichte. Natürlich war die deutsche Sprache ein fester Bestandteil des Alltags. Jede Unterrichtsstunde war anders als die vorherige, denn die Lehrkraft präsentierte nicht nur Material in verschiedenen Formen, von Spielen über Lieder, Diskussionen und Lehrvideos. Sie orientierte sich auch an den Interessen und Schwächen der Schüler in Grammatik oder Wortschatz, sodass das Niveau der Teilnehmer wirklich höher wurde. So steigerten die jungen Leute jeden Tag 4 Stunden lang ihr Konversationsniveau. Am Nachmittag begannen die Interessenlabore zu den Themen Geschichte der ethnischen Deutschen, aktuelles Deutschlandbild, Sport. Außerdem gab es 3 Workshops rund um Spiel, Medien, Tanzen. Die Labore aktuelles Bild Deutschlands und Sport wurden von Sprachassistenten aus Deutschland geleitet. Übrigens haben wir mit ihnen 2 Podcasts aufgenommen, die Sie auf den Ihnen bekannten Plattformen anhören können. Ich habe hier den Workshop geleitet, aktuelles oder modernes Deutschlandbild. Dabei habe ich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel darüber erzählt, wie Deutschland regional aufgeteilt ist, was es für Unterschiede gibt, wie die moderne Politik funktioniert, aber eben auch, was hören moderne deutsche Jugendliche, was wird gegessen in Deutschland, wie sind die Deutschen generell einfach so drauf. Das ist ganz gut angekommen, tatsächlich besser als ich erwartet hatte, das muss ich gestehen. Die Teilnehmenden waren immer interessiert an dem, was ich gesagt habe und sie waren immer motiviert, auch wenn die Inhalte teils schwer für sie zu verstehen waren, haben sie das Beste gegeben und im Notfall haben mir zum Glück die Betreuerinnen und Betreuer geholfen. Ich hatte hier den Sportworkshop und der Sportworkshop hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Die Leute waren mit sehr viel Energie dabei. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie Spaß haben, wenn sie Sport machen, jedenfalls die meisten. Und ja, ich habe, glaube ich, auch viele lustige Dinge mit denen gemacht. Wir haben viel gespielt und mir hat das alles in allem wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil die Leute auch wirklich sehr, sehr nett waren. Man kann sagen, dass solche Ereignisse am Leben junger Menschen nicht spurlos vorübergehen. Jeder findet die Aktivitäten seines Geschmacks und vor allem eine große Anzahl von Freunden und Bekannten. Ich muss sagen, ich war total überrascht beim ersten Mal und ich will das nicht leugnen, auch ein bisschen geschockt. Es war etwas anders, als ich mir vorgestellt hatte, als es mir so verklickert wurde. Aber das hat sich dann alles sehr schnell gelöst. Die Teilnehmer waren einfach sehr aktiv dabei, sie sind freundlich gewesen, sie sind auf uns zugekommen, sie haben immer viel mit uns gesprochen. Und das hat dieses Camp einfach so wunderbar gemacht. Allgemeine Eindrücke aus dem Camp sind wirklich überraschend positiv für mich. Als ich hier angereist bin, wusste ich wirklich nicht genau, mit was für einem Gefühl ich in das Camp gehen soll. Und ich war letztlich doch sehr überrascht, wie gut ich hier aufgenommen wurde, wie nett ich mich mit einigen Leuten unterhalten konnte und vor allem auf was für einem hohen Sprachniveau die Teilnehmer hier teilweise waren. Also alles in allem kann ich wirklich ein sehr positives Fazit aus dem Jugendcamp ziehen. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen allen Teilnehmern weiterhin produktive Arbeit und wir haben viele interessante Dinge im Voraus geplant. Verfolgen Sie die Nachrichten.